Grüß euch, Imkerfreunde, zu Dirks Sprechstunde Februar 2017, Rubrik Wachs. Und hier schreibt der Philipp, bedankt sich erstmal für die tollen Videos. Danke, danke auch. Und was würdest du empfehlen, wenn man Kerzen aus eigenem Bienenwachs anfertigt? Zum Kerzengießen oder Ziehen? Ich habe dein Video gesehen 2014, bin aber im Internet auf die Empfehlung gestoßen, das Wachs doch einfach durch eine Damenstrumpfhose zu filtern. Das ist die erste Frage von dir. Und bekommt man das Wachs mit dieser Art und Weise klar? Also die Strumpfhose ist die erste Methode, das Wachs von groben Verschmutzung zu befreien. Ich fand es immer mit der Strumpfhose eine Sauerei, deswegen habe ich es einfach mit diesen Schmelzen und Stehenlassen gemacht. Das hat auch ähnliche Erfolge. Und man bekommt mit dieser ersten Behandlung, sagen wir mal Strumpfhose, mit der ersten Behandlung das Wachs von der groben Verschmutzung befreit. Man kann danach den Schmutz noch auf dem Grund abkratzen, wenn es abgekühlt ist. Und man hat Wachs, was man für die Mittelwandherstellung wunderbar nutzen kann. Für die Kerzenherstellung ist es noch nicht geeignet. Und ich habe hier einen ortsansässig paar Orte weiter, einer, der professionell Mittelwände herstellt und Kerzen herstellt. Und von dem habe ich auch die Erfahrung, dass er diesen Kerzenwachs, den man für die Kerzen verwendet, mindestens dreimal verflüssigt und langsam abkühlen lässt und dann den Bodensatz abkratzt und das dreimal, um richtig sauberen Wachs hinzubekommen. Man kann auch diesen einfachen Wachs nehmen, den man nur einmal oder zweimal geschmolzen hat. Ich sag mal, für den Hausgebrauch ist es geeignet. Man wird aber schnell sehen, und zwar bilden sich, also erstmal rußen die Kerzen viel mehr und dann bilden sich an den Enden solche Knubbeln, also am Dochtende beim Brennen solche Knubbeln, wo sich dieser Schmutz festsetzt und irgendwann brennt es nicht mehr sauber oder das Knubbel geht da ab. Das ist nicht so besonders toll, wenn man die Kerzen für viel Geld verkaufen will. Also wenn man sich den Aufwand macht zum Verkaufen, also beziehungsweise andersrum, wenn man verkaufen will, soll man sich den Aufwand machen und die Kerzen auch richtig oder den Wachs richtig klären, also mindestens dreimal. Da kommst du nicht rundrum. Und was schreibt er dann noch? Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Wie oft soll der Wachs geschmolzen werden? Das habe ich dir nun erklärt. Und irgendein Tipp, was schreibt er hier? Im Zuge dessen habe ich auch einen Tipp gefunden, den Schmutz nicht einfach abzukratzen, sondern mit ca. 0,5 bis 1 cm Wachs mittels eines Styroporschneiders, beheizten Messers oder ähnlich abzuschneiden, könnte das die Klärung unterstützen oder ist es vollkommen egal, weil der problematische Schmutz noch nicht weiter oben in den Wachs eingebettet findet. Wäre auch möglich, statt den Wachs viermal nacheinander umzuschmelzen, es einfach für einen längeren Zeitraum flüssig zu halten, indem man den Topf auf 70 Grad einstellt und ihn dann die ganze Nacht angesteckt stehen lässt. Oder ist es bloß Energieverschwendung, bla bla bla, okay. Ja, also du müsstest den Wachs wirklich da lange stehen lassen. Und zwar, wenn du den richtig isolierst, braucht er schon eine ganze Nacht, um sich abzusetzen und abzukühlen. Also kommst du mit einer Nacht stehen lassen nicht hin. Also da musst du schon ein, zwei Tage auf 70 Grad erwärmen, damit wirklich alles sachte sich nach unten setzt. Also wäre eine Idee, aber den mal eine Stunde, zwei Stunden zu erwärmen, dass er flüssig ist, dann eine Nacht auszukühlen und dann wieder zu erwärmen und wieder auskühlen zu lassen, ist natürlich die energiesparendste Version, als wenn du ihn dann über zwei Tage auf 70 Grad erwärmst. Das ist Nummer eins. Mit dem Messer zum Abschneiden, ja, weiß ich nicht.
Das mit dem Abkratzen ist eine ganz gute Methode, weil du wirklich dann nur so weit kratzt, bis dann der saubere Wachs kommt. Ne? So. Und dann hast du den groben Schmutz entfernt, dann schmilzt es nochmal ein und dann entfernst du wieder den groben Schmutz. Also das wirst du schon sehen, dass das eine gute Methode ist und du kommst einfach da nicht herum. Barbara Schubert schreibt. Dass sie im Zuge des Wachsskandals mit den verkorksten Mittelwänden auch welche erwischt hat davon. Und es geht ihr immer durch den Kopf, dass die Mädels, ob man das Imkern mit Anfangsstreifen mal probieren sollte. Also sie macht einen Anfangsstreifen und die Bienen bauen quasi Naturwabenbau. Das ist dieses Naturwaben. Ob ich damit Erfahrung habe... Oder kannst du zu dieser Art des Imkerns was sagen? Sie findet nicht wirklich Infos dazu. Und sie weiß, dass das Imkern mit Naturwabenbau weniger Honig bringt. Und das ist ihr aber egal. Hauptsache die Mädels fühlen sich wohl. Erstmal eine ganz, ganz tolle Einstellung von dir, Barbara, dass dir der Honig in gewisser Weise egal ist. Es kommt nicht wirklich auf den letzten Tropfen bei den Hobby-Imkern drauf an. Und das ist auch die richtige Einstellung, finde ich erstmal klasse. Und ich finde auch klasse, dass du darüber nachdenkst, einen eigenen Wachskreislauf hinzubekommen. Und das ist ein sehr guter Punkt. Und das empfehle ich allen Imkern da draußen. Probiert, euren eigenen Wachskreislauf hinzubekommen. Ihr seid erstmal unabhängig gegenüber Zukauf von Mittelwänden. Und zweitens, genau mit diesen Wachskandalen, das ist natürlich eine übelste Sauerei. Und hier würde ich als erstes einflechten wollen, für Imker, die gerne zukaufen, und das ist überhaupt kein Thema, also man kann auch zukaufen beim Händler seines Vertrauens. Und hier würde ich aber empfehlen, euch Biomittelwände zuzukaufen, weil die einer viel stärkeren Kontrolle unterliegen als wie normalen. Wir haben hier, wie ich schon sagte, einen ortsansässigen Wachsaufbereiter, Mittelwandhersteller, Kerzenzieher und ein kleines Unternehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich auf jeden Fall die größte Mühe gibt, da ordentlich was hinzubekommen. Aber wenn er natürlich irgendwoher irgendwelchen Dreck bekommt, ist es für ihn auch schwer, das zu, naja, wie soll ich sagen, das herauszufinden. Ne? Also ich glaube nicht, dass das alles so sichtbar ist, alles sofort so sichtbar ist. Ne? Und selbst von diesem Imker kann ich mir vorstellen, dass man da automatisch auch mal was mitbekommt, was in so einem großen Kreislauf alles in den Topf geschmissen wird. Ne? Und deswegen würde ich euch empfehlen, Biomittelwände zu kaufen, weil die auf jeden Fall einer größeren, stärkeren Kontrolle unterliegen und da so eine Fuscherei weniger stattfinden wird oder eher erkannt wird. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, der eigene Wachskreislauf. Und das war ein Punkt davon, warum ich auf Kunststoffwaben gesetzt habe, weil die wurden mit meinem eigenen Wachs, mit meinem Entdeckungswachs berollt. Und ich hatte mit einfachster Methode, ohne dass ich eine Mittelwandgießform kaufen musste und mich da hinstellen musste im Winter und Mittelwände gießen, konnte ich meinen eigenen Wachskreislauf herstellen. Das war eine sehr super Idee und eine super Geschichte auch für den Kopf, für eine super Geschichte, wo man weiß, man hat seinen eigenen Wachskreislauf. Das ist wirklich eine tolle Sache. Zweitens empfehle ich euch, eine Mittelwandgießform zu kaufen oder am besten im Verein zu kaufen und untereinander zu verleihen, um einen eigenen Wachskreislauf zu bekommen. Jetzt komme ich aber nochmal auf die Frage zu Barbara mit dem Naturwabenbau. Ich habe damit keine Erfahrung. Ich bitte euch alle, wer Erfahrung hat, meldet euch hier unten drunter unter dem Video. Am besten tauscht euch mit der Barbara aus, was den Naturwabenbau anbetrifft. Ich kann dir nur das erzählen, was ich gelesen und gehört habe. Gerade was die Bio-Imkerei betrifft,
die mit Naturwabenbau imkern, es funktioniert auf jeden Fall. Die meines Erachtens imkern die im Brutraum ohne Draht. Das ist auch okay, wenn die Bienen relativ eng gehalten werden, bauen die auch relativ zügig diese Waben aus und bauen die auch komplett aus. Man muss da bloß achten, dass man nicht zu viel Raum gibt. Und im Brutraum, ja, überhaupt kein Thema. Anfangsstreifen rein und die bauen das runter. Man hat natürlich dann ein Gemisch von, meines Erachtens, ein Gemisch von Arbeiterinnen und Drohnen. Drohnen auf der Wabe, sollte aber weniger stören. Wenn ihr da in dem Brutraum ausreichend Drohnenrahmen hängt, wo die frei bauen können, also andersrum, ja, wo die, ausschneiden. Wie das im Honigraum ist, das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Da muss natürlich gedrahtet werden, das ist natürlich klar. Und wie die Stabilität dann beim Schleudern ist, das weiß ich so nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du da mehr Probleme mit Wabenbruch haben würdest, was im Honigraum betrifft. Auch hier würde ich das Volk relativ eng halten, dass die Waben schnell, zügig gebaut werden und komplett ausgebaut werden. Die müssen vor allen Dingen an den Unterträgern angebaut werden, um eine genügende Stabilität hinzubekommen. Wenn du das hinbekommst, dass die Waben komplett das Rehmchen füllen, und das bekommst du nur hin, indem du die Völker, wie gesagt, langsam erweiterst und die komplett die Waben erst ausbauen, dann kann ich mir vorstellen, dass die auch eine gute Schleuderung aushalten, eine vorsichtige Schleuderung aushalten. Aber jetzt, wie gesagt, ein Aufruf an euch alle da draußen, helft der Barbara, wer Erfahrung mit Naturwabenbau hat, tauscht mit euch mit Kontaktdaten aus, wie auch immer. Und ja, vielleicht gibt es auch einen Imker da draußen, der einfach mal zum Naturwabenbau ein Video macht. Das wäre doch geil, oder? Wäre wieder ein neues Thema für jemanden, um in die Imkerei einzusteigen und ein Video zu produzieren, was es so noch nicht gibt. Macht ein Video da draußen vom Naturwabenbau. Mein Aufruf an euch. Also Barbara, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. So, liebe Imker, damit haben wir den Zettel erstmal abgearbeitet. Dieser Tipp, ups, bin ich wieder eingesackt. Also wenn das hier ein bisschen hoppelt, ich bin hier durch den tiefen Schnee gewatschelt. Wir haben hier noch einiges an Schnee liegen. Und dieser Tipp, die Videos zu in Themen einzuteilen, habe ich von einem Abonnenten bekommen. Vielen Dank an dich. Ich denke mal, dass es eine gute Sache ist, dass ihr die Videos etwas besser einordnen könnt, was euch interessiert und was nicht interessiert. Das war's mit der Sprechstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bis demnächst mal. Macht's gut. Tschüss, tschüss.